In dieser schmucken und formschön vertrauten Box erwartet euch ein Novum in der Catan-Welt. Eigentlich müsste ich sagen, erwartet dich ein Novum, denn in der Box versteckt sich ein waschechtes Knobelspiel für eine Person. Den mutigen Entdecker ab 8 Jahren erwarten 40 Rätsel über 4 Schwierigkeitsgrade, die von einer kleinen Geschichte über 5 Kapitel verbunden werden. Jede der Rätselkarten gibt dir eine Ausgangslage vor, mit einigen der 33 enthaltenen Teilen. Außerdem ist abgebildet, welche Handelsroutenteile dir zur Verfügung stehen, um das Rätsel zu lösen. Flugs aufgebaut, kann auch direkt losgelegt werden. Dafür spulen wir jetzt ein bisschen vor. Es gilt immer, die einzelnen Siedlungen und Städte mit Handelsrouten zu verbinden. Dabei dürfen nur gleiche Rohstoffe aneinander gelegt werden. Das hier wäre jetzt also nicht in Ordnung. Ich müsste das Teil zum Beispiel so anlegen. Erschwert wird das Ganze durch Flüsse oder später auch Wüsten, die Teile der Landschaft blockieren. Aber auch durch marodierende Räuber, die keinesfalls an die Rohstoffe kommen dürfen. Glücklicherweise hast du auch den ein oder anderen Ritter zur Verfügung, der dir dabei helfen kann. Ich wünsche fröhliches Knobeln. Mit der Catan-Duell-Bonusbox hebt ihr eure Duelle auf das nächste Level. Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Erweiterung, sondern um eine Fülle zusätzlicher Inhalte, die ihr beim Spiel verwenden könnt. Da wäre zum einen dieser Würfelturm in katanischer Optik, an dem ihr sowohl eure als auch die Siegpunkte eures Gegners ablesen könnt. Zum anderen gibt es diesen Punktezähler, an dem jeder von euch die eigenen Handels-, Geschick- und Stärkepunkte festhalten kann. Außerdem enthalten und dann erstmals in gedruckter Form sind unsere Catan-Duell-Turnierregeln, mit denen ihr euer eigenes Turnierset zusammenstellen könnt. Dazu gibt es den Chroniken-Block. Er dient als Übersicht, wenn ihr alle Themensets hintereinander weg durchspielen wollt, um im Auge zu behalten, wer aktuell die Oberhand hat und letztendlich den Gesamtsieg holt. Für noch mehr Übersichtlichkeit sind außerdem diverse Hilfsmarker enthalten, nämlich für den Hafen, den Markt, die Menge eurer Handkarten, Fremdkarten und diese Ertragsverstärker und Tauschmarker, die ihr auf entsprechende Rohstofffelder legen könnt. Nicht zuletzt sind auch noch 15 Sonderkarten enthalten, die ihr einfach in die jeweiligen Sets integrieren könnt und die da für mehr Abwechslung sorgen. Viel Spaß damit! Machen wir es kurz, Catan gibt es jetzt in 3D. Ihr habt es euch gewünscht, wir haben zugehört und jetzt gibt es endlich die neue Catan 3D-Edition. Nach Vorlagen von Klaus Teuber hat das ganze Spiel ein zusätzliches Dimensionchen spendiert bekommen. Jede Landschaft ragt jetzt über den Spieltisch hinaus. Die einzelnen Felder sind aufwendig bemalt worden und bieten auch allesamt Platz für die ebenfalls rund erneuerten Chips. Eingefasst wird das Ganze vom modellierten und bemalten Rahmen. Und erstmalig gibt es auch die Häfen als bemalte Schiffe, die ganz wunderbar in die kleinen Buchten am Meeresrand passen. Sie zeigen euch jeweils, was ihr dort tauschen könnt. Das Spielmaterial muss natürlich die einzelnen Farben behalten. Aber durch die Vorschattierung entfalten die Straßen, Siedlungen und Städte ihre ganz eigene Präsenz auf dem Tisch. Selbst die Würfel haben sich nicht lumpen lassen und stehen jetzt im Zeichen des Sechsecks. Die Catan 3D-Edition kommt neben einer schützenden Umverpackung auch mit einer toll gestalteten Box, sodass es bereits im Regal ein echter Hingucker ist. In 3D erhaltet ihr das vollständige Basisspiel. Vorerst. Kosmos. Hier spielt das Leben.